So, da bin ich wieder. Hoffe jetzt, dass die Mikroeinstellungen besser sind als vorher. Ah, hier waren wir. Hier schon alles geplündert, dass wir plündern konnten. Sieht so aus. Gucken wir uns trotzdem noch mal ein bisschen um. Juhu, das ist ein Hecken. Mann! Gib mir ein gratis Geschenk. Yeah. Sophia Lamb hat Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicer zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschalter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamp gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. So, haben wir jetzt alle? Stirb! Da! Auf geht's! Hui. Schneller! 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 Auch gut, dass man durch das Hacken von den Medi-Stationen Splicern Schaden zufügen kann. Und die versuchen sich daran zu heulen, zu heilen. Und fangen sie an zu heulen, so. Wenn man ihnen ja Schaden zufügt. Da geht's. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Und die Bremse. Kann ich folgen. Ah. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Abfackeln, abfackeln. Schönes Bild. Oh Mann. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Ich frag mich dann, warum ich es nicht aufnehmen kann. Das ist mir kaputt. Vorhin auch schon nicht. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut.
ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Dann kann ich die Sachen nicht aufnehmen. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Nee. Hey. Warum ist das jetzt wieder umgestellt? Was soll das? Da nehme ich dann nicht auch raus. Ja. Das ist aber umstellen, das geht mir auf den Sack. Sion. Steuerung angucken. Warum ist das jetzt wieder umgestellt? Ich verstehe es nicht. Vorher hat das so einwandfrei funktioniert. Da. Oh Katze, nicht jetzt. So. Regenerierschild. Ich glaube, dass es hier irgendwo doch noch anders steht. Was links. So. Steht hier nirgendwo. Verstehe ich mir nicht, warum die das so gemacht haben. Hoffen wir mal, dass das behoben ist, weil das würde ziemlich ankotzen. Und ist zum Aufsammeln. Natürlich nicht. Doch, jetzt ist es. Und er ist leer. Toll. Ich will ihn mit haben. Auf ein Update. Kann ich ihn nicht mehr aufhören? Okay. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Ah, zu seiner eigenen Verherrlichung. Ja, mich hacken. Kommst du? Komm her. Komm her. Komm. Miet, miet, miet. Das ist das Problem. Irgendwie reagiert mir das hier alles zu schnell. Bin ich auf der Playstation nicht ganz so gut geworden. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglimmer, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Stirb, alte Klapperkiste.